Der heutige Faschismus steckt in allen autoritären Institutionen, in der Gesamtheit der bestehenden bürgerlichen Institutionen und im Staatsapparat. Den letzteren zu sprengen, ist unsere Aufgabe und daran arbeiten wir. Der heutige Faschismus ist nicht mehr manifestiert in einer Partei oder in einer Person. Er liegt in der tagtäglichen Ausbildung der Menschen zu autoritären Persönlichkeiten. Er liegt in der Erziehung, kurz in der bestehenden Totalität der Institutionen. So. So kann dieser Faschismus im Unterschied zu dem der 20er und 30er Jahre, wo er die historische Aufgabe der Verhinderung der proletarischen Revolution hatte, auch keine aktive Massenbasis hervorbringen. Das System des Spätkapitalismus ist mehr denn je eine Minderheitsherrschaft, zusammengehalten durch die widersprüchliche Einheit des Gesamtapparats, bestehend aus der staatlich-gesellschaftlichen Bürokratie und den Vertretern der Oligopole. Die tagtägliche Mobilisierung der gesamten Gesellschaft gegen die Idee der sozialen Befreiung von zusätzlicher und überflüssiger Arbeit und Herrschaft versucht die Menschen geistig und biologisch zu reduzieren auf passive Signalebene. Unter diesen Verhältnissen und unter diesen Bedingungen, die ich skizzierte, wird der Rückgriff auf den traditionellen Massenbegriff der 20er Jahre strategisch und taktisch falsch. Die Herrschenden können nicht von heute auf morgen gegen uns in der Bundesrepublik Hunderttausende mobilisieren. Welche Partei wagt es denn überhaupt noch, Massen für sich auf die Straße zu bringen? Welche Partei wagt es denn überhaupt noch, den Dialog zu den Massen herzustellen? Welche Partei zeichnet sich nicht gerade dadurch aus, dass sie nur noch à la Persil-Kampagne mit den Massen reden kann, nicht mehr anders mit den Massen überhaupt zu Rande kommt? Das sollten wir alle begreifen.